Hey Sie, haben Sie sich schon einmal gefragt, was man früher von Ihnen gehalten hätte? Heute gehört Kaffee zum Alltag. Im 17. Jahrhundert hätte er Sie direkt in den Kerker von Murat IV., Sultan des Osmanischen Reiches, gebracht. Kurz zuvor wurde am französischen Königshof Tabak von einem gewissen Jean Nicot als wunderbare Heilpflanze angepriesen. Er schickte sie sogar an Katharina von Medici, die damit die Migräne ihres Sohnes behandeln sollte. Doch was ist gut und was schädlich für die Gesundheit? Was sollte erlaubt und was verboten werden? Schon in der Antike wurden Psychopharmaka als Medikamente eingesetzt. Jahrtausende lang. Die Sumerer entdeckten als erste die Eigenschaften von Mohnsaft, den auch Hippokrates und Plinius der Ältere schätzten. 312 gab es in Rom 800 Opiumgeschäfte. Obwohl zu jener Zeit der Gebrauch dieser Substanzen geregelt und erlaubt war, wurde die Bevölkerung gewarnt. Galenos von Pergamon schrieb, in großen Mengen haben Mohnsamen folgende Wirkung. Sie umhüllen den Kopf mit warmen und giftigen Dämpfen. Die antike Version unseres maßvoll zu genießen. Die ersten Dopingfälle gab es bei den Olympischen Spielen der Antike, bei denen Jagd auf Athleten gemacht wurde, die Muttermilch zu sich genommen hatten. Der Sprung ins 19. Jahrhundert. Hier wirbt ein gewisser Sigmund Freud, leidenschaftlich für Kokain. Er sah darin eine ideale Behandlungsmöglichkeit für Melancholie. 1886 eröffnete ein amerikanischer Apotheker der Coca-Pflanze eine glänzende Zukunft. Er entwickelte eine Limonade aus Coca-Pflanze und den sehr koffeinreichen Cola-Samen. Zur gleichen Zeit mischte ein korsischer Chemiker Kokain mit Bordeaux-Wein. Der Mariani-Wein wurde zu einem Erfolg und war jahrzehntelang das am häufigsten verschriebene Medikament der Welt. Dann kam das 20. Jahrhundert. 1905 wurden in den USA die Auswüchse von frei verfügbaren Psychopharmaka angeprangert. Coca-Cola strich Kokain von der Zutatenliste der Limos und es wurden erste Regelungen erlassen. 1919 verbot der Supreme Court Ärzten das Verschreiben von Substanzen, die wir heute als harte Drogen bezeichnen. Doch das Verbot verringerte nicht die Nachfrage, sondern führte lediglich zu steigenden Preisen und zum Drogenhandel mit seinem weltweiten Netzwerk. Aber wie kann man legalisieren, ohne zu verharmlosen? Wie verbieten, ohne den Parallelmärkten in die Hände zu spielen? Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich ein möglicher Weg. In Europa und den USA erlebt die Legalisierung von Cannabis ihre Blütezeit.